Vielleicht hielt die junge Frau ja das Warten in dem Frankfurter Jobcenter einfach nicht mehr aus. Warum sie am Morgen mit den Mitarbeitern in Streit geriet, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass die Angestellten die Polizei riefen, weil die Frau zu randalieren begann. Als die Polizisten eintreffen, kommt es zur Auseinandersetzung. Am Ende fällt ein tödlicher Schuss. Schwer verletzt muss die Angreiferin ins Krankenhaus gebracht werden. Sie ist angeschossen, getroffen von der Kugel aus einer Polizeiwaffe. Doch auch die Ärzte können der Frau nicht mehr helfen. Sie stirbt später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Noch können die Ermittler nur ein grobes Bild zeichnen von dem, was hier in diesem Jobcenter in Frankfurt passiert ist. Offenbar gab es zwischen der Kundin und dem Personal einen heftigen Streit. Die Frau, über die noch nichts Näheres bekannt ist, soll ausfällig geworden sein und randaliert haben. Daraufhin hat der Sicherheitsdienst des Hauses die Polizei verständigt, weil die Dame das Haus auch nicht verlassen wollte. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist beim Eintreffen der Streife die Dame unmittelbar mit einem Messer auf einen Polizeibeamten losgegangen, hat diesen mit Stichverletzungen schwer verletzt. Die Frau sticht dem Beamten in Arm und Bauch. Eine Polizistin zückt daraufhin ihre Waffe und schießt auf die Angreiferin. Ein Schuss, der tödlich sein wird. Auch andere Besucher des Jobcenters bekommen den Krach mit. Also ich habe es gesehen, wie ich vorne am Schalter war, habe ich den Schuss gehört und gesehen, dass die Scheibe geschossen worden ist. Die zwei Verletzten kommen ins Krankenhaus. Die Frau ist jedoch zu schwer verletzt, sie stirbt. Der Zustand des Polizisten scheint momentan stabil.